Kolleginnen und Kollegen, ich bin erstaunt, dass die Diskussion hier in der Aktuellen Stunde weitgehend sachlich geführt ist. Ich bin auch froh darüber, weil das Thema Tierwohl, das Thema Tierschutz ist eins, was man sehr, sehr sachlich betrachten muss, was sehr ernst ist und was vor allen Dingen sehr, sehr ethisch geprägt ist und wo wir, jeder, der hier in den Reihen sitzt, sich auch mal an die eigene Nase gut und gerne fassen kann, sich überlegen kann, wie hat man sich in den vergangenen Jahren selber verhalten, wie hat man sich gegenüber seinen eigenen Haustieren verhalten, wie ist das eigene Konsumverhalten. Und von daher fängt die Diskussion genau hier im Raum an richtiger Stelle an. Ich kann mich erinnern an die Koalitionsverhandlungen 2016. Da durfte ich gemeinsam mit Till Backhaus und Thomas Krüger unter anderem den Bereich Agrarwirtschaft, ländliche Räume mit verhandeln. Da haben wir über das Thema Bestandsobergrenzen diskutiert. Ich kann mich erinnern, dass Marco Gemballa da unter anderem für die CDU im Raum saß. Und am Ende ist eine Regelung herausgekommen in der Koalitionsvereinbarung, die uns zu lasch war, aber was ist ja immer der Kompromiss bei solchen Koalitionsverträgen, ging es darum, wir wollen eine betriebliche und regionale Bestandsobergrenze. Ich habe damals schon gesagt, eine Anlage wie Altelin würde man mit so einer Aussage im Leben nicht vermeiden können. Weil würde man regional definieren, kann man sagen, es ist die Gemeinde, es ist der Landkreis, wie auch immer. Aber selbst bezogen auf die Gemeinde ist die Fläche so groß gewesen, dass man eben diese zwei Großvieheinheiten, die der Minister angesprochen hätte, deutlich unterschritten hätte. Jetzt schreibt die CDU-Landtagsfraktion auf ihrer Instagram-Seite, es sollten zukünftig keine Förderanreize mehr für Massentierhaltung geschaffen werden. Das finde ich auch sehr interessant, weil mir nach wie vor die Definition dafür fehlt. Nichtsdestotrotz ist es so, glaube ich, dass wir uns darüber einig sind, dass wir wollen, dass Tierhaltung landwirtschaftlich betrieben wird, dass Tierhaltung an den Boden gebunden ist, dass nur so viel Mist und Gülle produziert werden kann, wie der Boden aufnehmen kann, dass die Kreisläufe regional gehalten werden, dass das Futter möglichst zu großen Teilen in den Betrieben produziert wird und damit eben auch eine deutlich bessere regionale Verankerung kommt und Veredelung in der Region nachhaltig möglich ist. Natürlich müssen wir uns auf Expertinnen und Experten berufen in der Politik. Das wurde richtig bereits gesagt. Da müssen wir auch auf die Bundesebene schielen. Wo ist denn in den letzten Jahren eigentlich auch die Stellschraube gewesen, ob jetzt im Bundeslandwirtschaftsministerium, ob im Bauministerium, ob beim Emissionsschutz, ob jetzt generell, was die Ausgestaltung angeht von Nutztierhaltung. Ich kann mich erinnern, als Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene liefen, dass wir gefordert hatten als SPD, dass wir eine Nutztierstrategie 2030 haben wollen. Dazu ist es leider bis heute nicht gekommen, dass wir uns dafür eingesetzt haben und immer noch einsetzen, dass wir Transportzeiten bei Tieren reduzieren, und zwar 4 Stunden oder weniger. Wenn wir das hätten in der Vergangenheit schon durchsetzen können, dann hätten wir wahrscheinlich diese Konzentration auch von Schlachtkapazitäten im Übrigen gar nicht gehabt. Und mir ist auch noch mal richtig an der Stelle zu sagen, auch wenn wir keine gewerbliche Tierhaltung wollen, sondern eine landwirtschaftliche, ist das, was Herr Borschke gesagt hat, nämlich dass das Tierwohl mit der reinen Stallgröße erstmal nichts zu tun hat, völlig richtig. Tierwohl hat immer etwas mit dem Menschen zu tun. Tierwohl hat immer damit was zu tun. Ist ein Mensch respektvoll gegenüber diesem Wesen? Ist er bereit, seine Anlage entsprechend zu konzipieren? Ist er bereit, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb anzuweisen, sich respektvoll gegenüber den Tieren zu verhalten? Ist er bereit, in gute Fütterung, in gutes Management zu investieren oder auch nicht? Oder ist man auch bereit, seinen Kanarienvogel zu Hause nicht in einen kleinen Käfig einzusperren, sondern eine vernünftige Voliere zu bauen, weil nämlich auch das ist Tierwohl, auch das ist Tierschutz, nicht nur bezogen auf die Landwirtschaft, sondern tatsächlich auch bei jedem Einzelnen zu Hause. Die Geiz-ist-geil-Mentalität wurde hier angesprochen, aber da ist es am Ende wie mit der Henne und dem Ei. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen in den letzten Jahren. Das hatte Frau Schlupp ja auch, glaube ich, ganz eingangs in ihren Zahlen, die Sie aufgestellt haben, dargestellt. Aber die Rohstoffpreise stagnieren. Der Verbraucher oder die Verbraucherin kann im Lebensmitteleinzelhandel entscheiden, was er oder sie kaufen möchte, ob bio, ob regional, ob konventionell produziert, wie auch immer. Aber solange es eben Billigware gibt, wird es auch immer selbstverständlich ganz viele Menschen geben, die sagen, ich möchte nur das und das für mein Schnitzel ausgeben. Und nach meinem Pressestatement in der letzten Woche
wurde ich beispielsweise über Instagram angefragt und gesagt, was habe ich persönlich denn davon, wenn ich 30, 40 oder 50 Cent für mein Schnitzel mehr ausgebe? Was habe ich persönlich davon, hat mich ein Nutzer gefragt. Und da sehen wir doch das Kern des Problems. Natürlich muss man doch auch an der Stelle solidarisch sein. Man muss doch eigentlich, das ist zumindest mein Verständnis, wollen, dass Lebensmittel möglichst in der Region produziert werden, dass jemand davon gut leben kann, dass die Tiere gut gehalten werden, dass sie gut gefüttert werden, dass die Kreisläufe vor Ort funktionieren. Das ist doch der Mehrwert, der dahinter stehen muss. Und das muss auch verdammt nochmal endlich für die Rohstoffe bezahlt werden können. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu, Herr Borschke. Sie haben angesprochen, dass der Fleischkonsum immer mehr steigt und dass eben die Leute auch Fleisch essen wollen. Wir müssen auch weiterhin in Forschung investieren, die sich mit alternativen Eiweißquellen auseinandersetzt. Wir hatten vor einigen Jahren die Lupinenverarbeitung im Bereich Grimmen, die da sehr gut durchgestartet ist. Wir haben, als wir mit dem Agrarausschuss in Dummersdorf waren, damals war es noch das Leibniz-Institut, beim FBN die Forschung mit der schwarzen Soldatenfliege für alternative Eiweißquellen. Wir haben an der Hochschule Neubrandenburg mittlerweile das über Pilze alternative Eiweißquellen erschlossen werden. Und auch darüber muss man reden, muss es immer zwingend Eiweiß von Schwein, Rind oder Geflügel sein? Oder ist nicht eigentlich auch Fortschritt durch Forschung gut und richtig, wenn man Eiweißquellen in Zukunft auch über andere Quellen dann tatsächlich erschließen kann? Wir brauchen natürlich Investitionsförderungen, das haben wir immer wieder gesagt. Wir müssen auch mit Agrarförderprogrammen weiterhin in eine Nutztierhaltung investieren, die den Tieren gerechter wird. Wir müssen genau hinschauen, wenn Stallanlagen genehmigt werden, weil natürlich ist der Brandschutz jetzt an der Stelle ein Riesenproblem gewesen. Und natürlich wären nicht so viele Tiere in Altelin verendet, wenn die Stallanlage kleiner gewesen wäre. Das heißt aber nicht automatisch, dass in einer kleineren Anlage der Brandschutz besser gewährleistbar ist als in einer großen Anlage. Und ob Sie jetzt Sauen im kleinen Betrieb haben oder Geflügel, der Brandschutz bzw. die Möglichkeit, die Tiere zu evakuieren, wird bei diesen beiden Tierhaltungen, bei Geflügel und bei Sauen, bei Ferkeln, immer ein Riesenproblem sein. Sie werden die Tiere im Brandfall nicht einfach aus den Stallanlagen rausbekommen. Egal, ob sie 2 Meter breite Gänge haben oder ob sie 90 Zentimeter Gänge wie in Altelin haben. Sie werden die Tiere nicht rausbekommen. Das ist ein Riesenproblem. Es liegt aber auch einfach an den Tieren selbst. Und es gibt nicht umsonst immer mehr beispielsweise große Pferdehalter, die mit den freiwilligen Feuerwehren und teilweise auch mit den Berufsfeuerwehren üben, ihre Tiere an Artenschutzträger zu gewöhnen, damit die Tiere im Falle eines Brandes evakuierbar werden. Das ist aber in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Sauen, die immer wieder remontiert werden, wo immer wieder neue Tiere dazukommen, das ist nicht einfach so machbar. Und Sie können auch keinem Masthähnchen oder keiner Legehenne dazu verhelfen, dass sie den Stall verlässt, wenn Brand. Das wird nicht passieren. Und natürlich kann man dann sagen, wenn wir die Anlagen kleiner halten, kriegen wir es hin, dass im Zweifelsfalle bei so einer Havarie, bei so einem Großbrand, dass die Anzahl der Tiere, die verändert, kleiner wird. Aber es ist nicht so, dass wir sie gerettet kriegen. Das gehört zu dieser Wahrheit auch dazu. Und da müssen wir schauen, gibt es überhaupt Möglichkeiten, den Brandschutz besser zu gewährleisten? Und wenn es sie gibt, dann muss diese Möglichkeit in den Betrieben in Zukunft Einzug halten, dann muss sie finanziert werden und dann muss sie vor allen Dingen auch über die Rohstoffpreise mitfinanziert werden und nicht rein über Förderung. Und zur ganzen Diskussion Tierwohl gehört auch dazu, dass wir das, was Herr Borschke beschrieben hat, dieses Abwandern von Produktion ins Ausland, dass wir das absolut verhindern müssen. Das ist nicht nachhaltig. Produktion zu verlagern ins Ausland ist nicht nachhaltig. Das sind die großen Nachteile der Globalisierung, dass wir ganz einfach sagen können, oh, wenn wir uns das selber billiger haben wollen, dann schieben wir es irgendwo ins Ausland und dann sollen die da mal zu anderen Standards produzieren. Hauptsache bei uns kommt das Lebensmittel möglichst billig an und hoffentlich noch genauso gesund. Das ist nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit muss auch in der Tierhaltung immer mehr Einzug halten. Wir müssen es schaffen, dass wieder das Futter, die Gülle, die Transporte, das Gehalt und auch am Ende der Erlös zu einem vernünftigen Dreiklang zueinander finden. Und da gehört Investition in Tierwohl dazu. Da gehört aber auch dazu, dass wir darüber reden müssen, wie können wir es hinbekommen, uns vom
Weltmarkt, was Preisbildung angeht, besser abzuheben. Und wir sehen auch, dass bei den Empfehlungen der Borchert-Kommission ein Riesenmanko ist, dass einfach viele rechtliche Hürden in dem Moment bestehen. Und da, denke ich, haben wir alle noch ganz viele Hausaufgaben zu tun. Vielen Dank.